Die arme Kesselin, also gewünscht habe ich es ihr definitiv nicht. Krass ist, wir haben jetzt eine neue Kraft bekommen, eine Supernova. Was es mit der wohl auf sich hat, das werden wir auch bald noch erfahren. Ich schnappe mir hier nochmal rasch nochmal ein paar interessante Nebenquests. Die brauchen wir dann, um hier demnächst nochmal so ein bisschen was an Erfahrungspunkten zu sammeln. Und dann sprechen wir jetzt hier nochmal ganz kurz mit Bums, denn Henrik scheint nicht mehr hier zu sein. Der würde normalerweise genau da stehen, wo die zwei stehen. Die werden wahrscheinlich noch mit Henrik sprechen können. Ich jedoch leider Willkommen, nicht Junge. mehr. Henrik? Oh, der ist mit seinem eigenen Flugzeug losgeflogen. Vielleicht hat er etwas Wichtigeres zu tun. Er schien es sehr eilig gehabt zu haben. Er hatte die Arme voller Ordner und Dokumente. Endlich geschafft, jetzt ist mir die Beförderung sicher. Wie schön für ihn, dass er einfach abgehauen ist. Oh, hat der Miska etwas angestellt? Es wird nichts sein, aber rede nur weiter. Hey, das ist so ganz schön gemein hier, dass das Ding einfach abhaut. Probieren wir es nochmal. Es wird nichts sein, aber rede nur weiter. Irgendwas Gutes scheint ihm begegnet zu sein. Selbst ich habe mich für ihn gefreut, weil er so glücklich war. Aber dieses lästige Monstergetümmel ist einfach spurlos verschwunden. Ich weiß zwar nicht, was da los ist, aber ich weiß, dass ich euch dafür zu danken habe. Das habt ihr gut gemacht. Jetzt geh. Der NED-Konzern zahlt den Söldnern wohl recht viel. Deswegen wollen alle für sie arbeiten. Tja, ich gehöre wohl auch dazu. Ja, scheint fast so. Scheint fast so. Dann schauen wir noch zu Erin vorbei. Also, das Ganze war wohl ein abgekartetes Spiel des NED-Konzerns. Das unterstelle ich denen jetzt hier einfach mal. War das so? Haben wir Henrik in die Hände gespielt? Kesserin. Gut gemacht. Dank dir konnte ich viele Probleme lösen. Es geht mir gut. Und mach dir keine Sorgen um mich. Als Vater konnte ich zum Abschied nicht einmal mehr ihr Gesicht sehen. Wirklich. Mir fehlen die Worte. Ich mache mir um dich mehr Sorgen als um mich. Hast du mal dein Gesicht gesehen? Vielleicht wärst du überrascht, wie wütend du sein kannst. Und ich würde wieder das gleiche Gesicht machen. Ach so. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest. Ich bleibe hier und passe auf, dass so etwas wie mit Kesserin nie wieder passiert. Ich werde die Solibar vollständig ausrotten. Dann werde ich dieses Schwein verfolgen. Ich will meine Sichel nicht mit seinem Blut beschmutzen, aber irgendwann reicht's. Ich werde ihn für seine Taten zur Verantwortung ziehen. Er wird den Preis dafür bezahlen. Ich bitte dich darum, geh nach Gray City und bitte Toru um Hilfe. Und bevor du gehst, sprich bitte mit Shade und Luke den Dritten. Du solltest dich zumindest von ihnen verabschieden. Ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe. Ich muss nach Gray City, um für Kesserin Rache zu üben. Macht es gut. Zu Kesserin. Ich konnte mit ihr nichts anfangen. Sie hat sich immer um andere bemüht, war immer fröhlich und hat nie aufgegeben. Ganz anders als ich. Ehrlich gesagt wusste ich einfach nicht, wie ich mit ihr umgehen sollte. Deshalb bin ich ihr bewusst aus dem Weg gegangen. Wenn ich Kesserin sah, dann schämte ich mich für mein eigenes Leben, als hätte ich irgendetwas falsch gemacht. Aber jetzt verstehe ich es, als ich sie gesehen habe, mit ihr gesprochen habe, wie sehr sie mir geholfen hat. Kesserin. Sie hat mich immer wieder wie eine große Schwester behandelt. Sie hat gesagt, sie möchte sein wie ich. Wusstest du das? Ihre Worte haben mich zu einem besseren Menschen gemacht. Sie war so ein frohes und unschuldiges Kind. Ich darf ihre Hoffnung nicht enttäuschen. Naja. Jetzt nicht mehr. Für mich ist dieses Kind, das diese Hoffnung in mich gesetzt hatte, verschwunden. Kesserin ist nicht mehr da. Sag mal, Lilly, ich hab dich doch letztes Mal etwas gefragt. Wenn du gegen einen geliebten Menschen kämpfen müsstest, was du dann tun würdest, erinnerst du dich? Und? Wie war es? Hat dir der Kampf gegen Kesserin Spaß gemacht? Wenn es dir auch nur ein klein wenig Spaß gemacht hat, dann antworte bitte nicht und verschwinde einfach.
nein, es hat mir keinen Spaß gemacht. Kein kleines bisschen. Gut, was für ein Glück. Du wirst nicht so ein Monster wie sie, oder? Es tut mir leid. Ich möchte alleine sein. Ich muss mich ausheulen. Das ist alles meine Schuld. Wäre ich doch nur da gewesen. Selbst wenn ich Kesserin nicht das Gegenmittel gegeben hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Das alles ist meine Schuld. Meine Schuld. Jetzt werde ich ihr Lachen, ihre Fröhlichkeit, die kleine Hand, die sie auf meine Schulter legt, wenn ich erschöpft bin. Nichts davon existiert mehr. Sie sollte mir vertrauen. Das habe ich ihr gesagt. Ich habe es ihr versprochen. Aber ich konnte es nicht halten. Es ist nicht deine Schuld. Es bringt nichts, wenn du dir die Schuld gibst. Ich habe gehört, dass du wegen Henrik nach Grey City gehst. Bitte, bring ihn um. Bitte, bring Henrik um. Ich bitte dich. Bitte, bring Henrik um. Du musst es mir versprechen. Versprich mir, dass du Henrik umbringst. Es soll ihn auf dieser Welt nicht mehr geben. Ich wollte das sowieso tun, auch wenn du nichts gesagt hättest. Ah, Kesserin, es tut mir so leid. Lilly? Ich muss mich bei dir entschuldigen. Lilly, als wir zusammen unterwegs waren, da hat mir dein Gesichtsausdruck echt Angst eingejagt. Danach bin ich dir wohl unbewusst aus dem Weg gegangen. Du bist einfach du, Lilly. Du bist kein Monster. Du hast zwar eine komische Vorliebe für das Kämpfen, aber trotzdem, du hast mich gerettet und dich um mich gekümmert. Deswegen tut es mir leid, dass ich Angst vor dir hatte, Lilly. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu spät, aber denkst du, wir könnten Freunde werden, Lilly? Ehrlich gesagt, hatte ich anfangs Angst vor dir, aber jetzt nicht mehr. Ja, lass uns aber jetzt noch bessere Freunde werden. Oh, das waren wohl gerade ein paar Rückblenden. Ein schwerer Schlag für alle Beteiligten. Kesserin, das frohe, kleine, doch sehr nervige Kind irgendwo ja auch, ist leider von uns gegangen und hat eine Riesenlücke hinterlassen bei all den Menschen, die jetzt hier leider zurückbleiben müssen. Oder zumindest das Glück hatten, zu überleben. Aber ganz ehrlich, ich glaube, Kesserin wird noch einmal wiederkehren, in welcher Form auch immer. Jetzt kann ich mich nur leider nicht mehr an ihre Mavel-Form erinnern, aber ich habe irgendwie noch so ein bisschen, ja, das Gefühl oder auch Hoffnung, nennt es wie ihr wollt, aber ich glaube, wir werden Kesserin noch einmal wiedersehen. Da bin ich doch sehr überzeugt von. Ich hoffe ihr auch und ich hoffe auch natürlich, dass ich da ein bisschen Recht behalte an der Stelle. Die frohe Kunde natürlich ist, dass wir jetzt hier in Kando City erst einmal fertig sind. Es gibt jetzt hier nichts mehr für uns zu tun. Das Einzige, was ich jetzt machen kann an der Stelle, ist natürlich jetzt noch so ein paar Nebenquests abarbeiten. Da haben wir ja doch noch ein bisschen was offen. Wir haben hier, glaube ich, sogar noch mal einen neuen Akasha bekommen. Die Akashas, die muss ich mir jetzt auch mal endlich mal vernünftig anschauen, wie das Ganze mit denen funktioniert. Da bin ich mir noch ganz unsicher. Da müsst ihr mir einfach noch mal so ein bisschen Zeit geben. Dann kann ich euch da vielleicht auch ein bisschen mehr verraten, wie die funktionieren oder auch funktionieren sollten. Jetzt werden wir hier erstmal rasch ein bisschen was zerlegen. Das brauchen wir hier im Moment ja alles nicht mehr. Und das, was wir da hier rauskriegen, die Iterit-Fragmente und, das brauchen wir natürlich später dann mal, wenn wir endlich Waffen bekommen, die wir dann auch wirklich upgraden wollen und auch müssen. Jetzt muss ich hier nur kurz schauen. Ich sehe gerade, ich habe da nochmal ein paar Ohrringe bekommen, aber ich glaube, das waren die, die ich eigentlich schon ausgewechselt hatte. Ach, das ist so ein Set. Kann es sein? Nee, das hier ist ein Set, die hier sind kein Set. Ja, dann schmeißen wir die doch weg. Die werden wir hier auch noch zerlegen.
So, ich habe übrigens ganz schön viel Geld mittlerweile. 850.000 Gold, aber gut, wie gesagt, ich bin jetzt auch viel unterwegs. Ich gebe kaum noch Geld aus, also ist das dann auch gar nicht so schwer, das ganze Zeug hier zusammenzusammeln. Dann würde ich jetzt vorschlagen, weil wir haben jetzt einfach noch ein bisschen in der Folge, dass wir vielleicht gleich nochmal 1, 2 Nebenquests zusammen durchmachen. Vorher können wir vielleicht hier unten mal noch kurz reinschauen. Wir haben jetzt hier wirklich gut, also 50 mal eine S-Plus-Wertung bekommen. Dann haben wir hier 5600 kleine Gegner besiegt bis jetzt und 280 starke Gegner. Also die Zahl 280 stimmt, zählt für die starken Gegner. Und insgesamt haben wir hier schon knappe 11.500 Gegner besiegt. Und da auch nochmal ein bisschen was zum Annehmen. Auch hier haben wir nochmal was zum Annehmen. Ich sehe hier gerade im Bunker N102 kann man nochmal was machen, dass das hier auf 100% geht. Das werden wir gleich noch zusammen machen. So. Skills haben wir nochmal dazu bekommen, die werde ich jetzt aber nicht ausgeben, die Skillpunkte. Und da haben wir jetzt natürlich nochmal ein paar Titel dazu bekommen, die werde ich mir jetzt auch nochmal dann im Off einfach mal genauer anschauen, was die so bringen. Lasst uns doch zusammen einfach noch rasch hier eine tolle Nebenquest machen, dass wir hier einfach nochmal so ein bisschen Erfahrungspunkte natürlich sammeln, ein bisschen Geld, Gold, was auch immer wieder alles kriegen. Wie gesagt, wir haben noch ein paar Minütchen hier in der Folge, da können wir die doch noch sinnvoll investieren. Vielleicht werden wir in der nächsten Folge uns auch noch Stahlhalle anschauen. Ich weiß noch nicht ganz, wie das funktioniert, beziehungsweise was das sein soll. Das werden wir uns dann einfach vielleicht auch zusammen anschauen. Hätten wir jetzt eigentlich gleich auch machen können, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Jetzt schauen wir einfach mal, wie lange ich hierfür brauche und dann können wir danach vielleicht noch mal kurz in Stahlhalle reinschauen. Ansonsten machen wir das wirklich in der nächsten Folge, weil ich weiß ja nicht, wie es da weitergeht. Wir werden uns demnächst nach Gray City begeben. Neues Gebiet, neue Personen. Wahrscheinlich auch wieder eine neue Brillenschlange. Okay, das hört sich gemein an, wenn ich das sage, aber Lilly würde es so sagen. Wobei, es könnte sein, dass Lilly jetzt ja auch, die hatte jetzt auch im Laufe der Story eine kleine Verwandlung durchgemacht. Sie kann trauern, sie empfindet auch mal keinen Spaß beim Töten von Monstern. Kann also sein, dass der nächste Mensch mit einer Brille etwas freundlicher behandelt wird, als es noch mit Shade und Wilbur der Fall war. Wobei Shade, am Schluss haben die zwei sich ja auch ziemlich gut vertragen eigentlich. Aber es ist halt so, ne? Ein gemeinsamer Feind schweißt dann doch irgendwie zusammen und in Henrik haben sie ja einen gemeinsamen Feind gehabt. Genauer gesagt eigentlich im NED-Konzern. Und da bin ich noch gespannt, was hier der Henrik so auf Lager hat. Wir haben ja des Weiteren ja auch noch den Clown Matt Edgar. Ich glaube, der ist ja auch noch nicht so ganz erledigt. Bin mal gespannt, wann der auch wieder aus dem dunklen Kämmerlein herauskommt. Vielleicht hat der ja auch irgendwas mit dem Henrik zu schaffen. Vielleicht arbeiten sie zusammen. Das könnte ich mir auch durchaus vorstellen. So, S02 und S01. Wir sehen hier, ne? Die sind schon etwas stärker, halten ein bisschen mehr aus jetzt. Wir spielen natürlich in der Variante Hard. Ist klar, da müssen die auch ein bisschen mehr aushalten. So, wir müssen hier 5 von der S01-Version zerstören. Okay. Ich hoffe, wir begegnen hier noch so vielen. Ja, nee, da müssen wir einfach, wie gesagt, wirklich mal gucken, wie die Story noch weitergeht. Im Moment können wir leider nur mutmaßen, aber wie gesagt, Henrik und Matt Edgar, ich glaube, das sind noch zwei sehr interessante Kontrahenten, mit denen wir uns dann noch befassen müssen. Aber worauf ich eigentlich noch viel mehr gespannt bin, als auf die Story, ist eigentlich das Design der nächsten Gegner. Das interessiert mich sehr. Werden wir wahrscheinlich recht schnell erkennen können, sobald wir Gray City begegnen, können wir das ja vielleicht schon erahnen. Rukutown war ja eher ländlich geprägt. Jetzt hier. Oh, warte mal. Hey, du bleibst da. Gib mir dein Gold.
Oh, das ging aber schnell. Okay. Canton City hingegen natürlich mit dem NED-Konzern. Da muss sein Experimenten-Setting her, ist ja klar. Und das tut dem Spiel auch sehr gut. Wäre ja auch komisch gewesen, wenn es jetzt hier keinen großen Konzern gegeben hätte, der hier irgendwelche Experimente an Menschen durchführt. Das gehört eigentlich irgendwie zu allen Spielen dazu. Und hier haben wir X111 und wir haben hier unten die Supernova. Die werden wir jetzt hier gleich mal ausprobieren. Okay, das sieht doch schon mal deutlich interessanter aus noch als die Eolsmacht. Bei der Eolsmacht haben wir einfach nur die Augen so ein bisschen geleuchtet, aber hier bei der Supernova, da ist schon ein bisschen mehr Action dabei. Oh, 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 oh. Wow. Wow, da wären wir jetzt doch fast gestorben. Oh, krass. Muss man ein bisschen aufpassen. Der ist doch ein bisschen stark. Das ist halt immer das, ne? Da musst du immer höllisch aufpassen, was du machst hier. So, wir können auch noch den Machtkreis gerne mal auch hier immer wieder benutzen. Der versteckt uns ja auch hier. Perfekt. So, jetzt ist das Viech aber tot. Zeit wird leider nicht mehr für eine Runde Stahlhalla reichen. Macht nichts. Werden wir uns in der nächsten Folge anschauen, so dass wir in der übernächsten Folge nach Grace City gehen werden. So, jetzt weiß ich aber gar nicht, wie ich dieses Citoyen da hätte machen können, die eine Nebenquest da. Da habe ich jetzt irgendwie gar nichts bekommen hier drin. Habe ich wahrscheinlich irgendwas falsch ausgeführt, würde ich fast sagen. Jetzt muss ich hier mit... Ach, da steht er ja. Hier mit Invisible Chris sprechen. Invincible Chris, so heißt er. Ja, die Hälfte haben wir jetzt geschafft zu Level 30 und hier vorne haben wir Stahlhalle. Ah, wisst ihr was, da schauen wir jetzt noch rein. Das würde mich jetzt doch noch interessieren. Das machen wir jetzt hier noch. Und zwar ist das hier nur Einzelspieleranzahl der Eintritte 5. Und dann machen wir jetzt hier einfach mal Kapitel 1. Ach, da unten steht es ja. Finde in der Kampftrainingszone Stahlhalle heraus, wo deine Grenzen liegen. Komm, das schauen wir uns noch rasch an. Das, denke ich, wird nicht lange gehen. Das können wir sogar, glaube ich, noch in die Folge reinpacken. Dann geht die etwas länger, je nachdem, wie ich das hier schneide. Und ja, Stahlhalle betreten ist hier gleich mal ein Erfolg. Belohnung gibt es hier dann auch am Schluss. Und hier haben wir die Gegnerinfo. Wir haben 21 Reflex-Kleinsomers und 9 Reflex-Panzersomers zu eliminieren. Stahlhalle dient als größte Halle der Prüfungen, um deine eigenen Grenzen auszutesten. In Stahlhalle kannst du keine Verbrauchs-Items benutzen. Aha, okay. Das ist so ähnlich wie bei den meisten Spielen, wie jetzt Darksiders 3 oder Devil May Cry. Einfach so eine Arena, wo immer wieder Gegner kommen und es einfach nur darauf ankommt, wie lange du durchhältst. So. Das lief schon mal gut. Phase 1, 38 Sekunden. Das muss schneller gehen. Sind wir schon wieder fertig? Nein, jetzt kommt Phase 2, jetzt hier auch wieder die Somas und Capsid ist auch dabei. Wir haben nicht mehr volle Leben. Macht nichts, wir haben da ja hier unseren tollen Sensemann. Aha, euch gibt es also auch noch. Wir sammeln die mal so ein bisschen, damit wir da auch wirklich viele Lebenspunkte hier generieren können. Natürlich nicht schlecht. Genau, wir regenerieren hier also auch gar nicht. Es kommt wirklich darauf an, wie weit kommen wir mit unseren Lebenspunkten und unserer Ausrüstung. Das läuft doch aber bis jetzt ziemlich toll. Wir machen mal die anderen drei Phasen noch. Die kriegen wir in die Folge rein. Wie gesagt, dann ist die halt ein bisschen länger. Ozeno. Okay, die werden natürlich auch immer stärker. So nach und nach, die Gegner. Wenn der Simulationsmonitor betätigt wird, erscheinen 1 bis 15 Gegner. Okay. Jetzt könnte ich quasi alle gleichzeitig drücken, um das hier so schnell wie möglich zu beenden. Weil die stehen ja wirklich nicht sehr lange. Es sind ja auch nur Level 17. Da geht natürlich nicht sehr viel. So, die da drüben schnappen wir uns noch alle auf einmal. Und dann haben wir die Phase ja auch schon wieder erledigt. Ah, macht schon Laune irgendwie. Oh,
Oh Mist, aber das mit den Lebenspunkten hat diesmal nicht so toll funktioniert. Schade. Eieiei. Das ist gemein, ne? Weil wir können ja hier auch keine Verbrauchs-Items nutzen. Phase 4. Diesmal sind auch Dradar da. Okay. Dradar da. Bisschen gemein. Die Panzersumme erzeugt mit ihrem Auftritt einen Bereich, der das Lauftempo verringert. Okay, ja, das ist jetzt an und für sich gar nicht so schlimm. Aber nett für die Info auf jeden Fall. Nein, ich wollte gerade den Sensenmann ausführen, aber wahrscheinlich war der Angriff hier einfach zu stark. Shit, okay. Hier liegt also meine Grenze. Aber für den ersten Versuch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Der nächste Versuch, wenn ich den dann starten würde, würde definitiv besser laufen. Wir können mal ganz kurz schauen, weil mich das interessiert. Aber ich glaube, wir haben wahrscheinlich am Tag 5 Versuche, die wir machen können. Da steht jetzt Anzahl der Eintritte 1 von 5. Also wahrscheinlich haben wir hier jeden Tag so 5 Versuche pro Kapitel vielleicht. Das werde ich jetzt hier einfach im Offen mal so ein bisschen herausfinden. Ich werde jetzt natürlich mich gleich nochmal draufstürzen. Das lasse ich hier nicht auf mir sitzen, dass ich da gerade verloren habe. Werde ich mich hier also da nochmal so ein bisschen ausprobieren. Wir haben natürlich das nicht umsonst gemacht. Wir haben hier nochmal ein paar Kisten bekommen für Forschungselemente. Und da haben wir jetzt hier Faserstoff des Lebens und Illusionsmetall bekommen. Was auch immer das ist, beziehungsweise wofür das da ist, das werden wir aber einfach mit der Zeit herausfinden. Ich werde mir auf jeden Fall gleich mal die Mühe machen und das bisschen recherchieren. Und ich verabschiede mich jetzt hier von euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch viel Spaß und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge von Soulworker wiedersehen. Lasst mir gerne ein Abo, Like oder Kommentar da. Da würde ich mich wie immer sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.